Hallo und moin moin, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen mal wieder auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute habe ich mal wieder ein Ehepaar eingeladen und da bin ich auch ganz stolz und ganz froh drüber. Und ich möchte gleich am Anfang Ihnen die beiden Herrschaften mal vorstellen. Es ist ein Ehepaar, einmal Rixa von Baudessin, Rixa, und einmal moin. Wolf von Baudessin. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Ladies first, das heißt, fangen wir beide mal an. Können wir gerne machen, ja. Gut, Rixa, wann bist du geboren und wo? Ich bin im Januar 1976 geboren in Hamburg und bin in einer Familie aufgewachsen, wo ich als Älteste von 5 Kindern aufgewachsen bin. Eigene Familie? Oder? Ja, ne? Ja, genau, eigene Familie. Also, ja. Aber es gibt ja oftmals auch so, dass Kinder ab bei der Oma oder so aufgewachsen ist. Nee, wir sind 5 Geschwister und sind alle in diesem Geschwisterkreis zu Hause bei meinen Eltern aufgewachsen. Wunderbar. Schöne Jugend? Sehr schöne Jugend in Hamburg. Lebhaft natürlich auch, ein lebhafter Haushalt mit 5 Kindern, die auch in einem großen Altersunterschied teilweise zueinander aufgewachsen und geboren sind. Ja. Und so hatten wir eine sehr schöne gemeinsame Zeit mit einem großen Fokus seitens meiner Eltern auch auf die Familie, auf den Familiensinn und auf die Gemeinsamkeit. Wunderbar. Hattest du so besondere Neigung schon in der Kindheit? Ja, ich habe immer viel Hockey gespielt. Oh. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Der aktive Sport, aber auch der Teamgedanke, der dahinter steckt, gemeinsam als Mannschaft etwas zu erreichen, zu erkämpfen, vorzubereiten und in der Hoffnung dann in der jeweiligen Saison zu erreichen. Rasen oder Eis? Feldhockey. Rasen. Rasen? Ja, es gibt ja auch Eishockey. Genau, Feldhockey. Das ist bei Damen natürlich ungewöhnlich, aber warum kann der angehen? Warum nicht, dass man sagt, okay, wir haben auch in unserem Team eine Dame, ne? Ja, stimmt. Ja. Nee. Jetzt fangen wir mal mit deiner Schulzeit an. Bist du dann in Hamburg zur Grundschule gegangen? Genau, ich bin in Hamburg zur Grundschule gegangen, 4 Jahre in Hamburg. Mhm. Othmarschen bin ich aufgewachsen und bin auf die Grundschule Kleinflottbecker Weg gegangen. Und dann kam ein Wechsel nach den 4 Jahren? Ja, ich wechselte dann auf das Gymnasium Hochrath, wo ich dann auch 1996 meinen Abschluss mit dem Abitur machte. Aha, so, jetzt haben wir das Abitur in der Tasche, das ist natürlich eine tolle Sache. Ja. Jetzt warst du eine Quereinsteigerin. Genau. Das habe ich gelesen. Jetzt musst du auch mal erzählen, was das bedeutet. Ja, gern. Ich habe ein Jahr nach dem Abi verschiedene Praktika gemacht. Unter anderem im englischen Generalkonsulat habe ich in der Öffentlichkeits- und Pressearbeit mitgemacht und habe dann mich aber entschieden, Jura zu studieren. Das machte ich 2 Jahre, ein Jahr in Hamburg, ein Jahr in Göttingen. Merkte aber, dass das nicht so wahrscheinlich meine Laufbahn werden würde und es ergab sich die Chance, wieder auf die Öffentlichkeits- und Pressearbeit zurückzugreifen und in einer Firma einzusteigen, einer Marketingfirma, die darauf ausgerichtet war und mir dort ein Möglichkeitenboot, die ich gerne angenommen habe und das bis zu unserer Heirat auch weiter fortgeführt habe. Okay, dann wann habt ihr denn geheiratet? Im Juli 2004. Dass die Damen wissen, das immer am besten. Ich bin heilfroh, dass die Frage an Rixa gegangen ist. Danke. Ich hätte an dich nie gestellt. Ja, mich darf man sowas auch nicht fragen. Ich gebe dann auch sowas weiter. Ja, komischerweise. Aber es ist ja ganz gut so. Gut, ihr habt geheiratet und dann wart ihr schon auf dem Gutshof. Ja. Augustenhof wart ihr dann zusammen schon. Ja. Und da habt ihr dann aber auch beschlossen, das Betreiben des Hofes doch irgendwie ändern zu müssen. Und welche Ideen kamen von dir oder von Wolf oder gemeinsam? Ich denke, Wolf könnte da einmal antworten. Ja, also ich glaube, das muss man, so zwei Zeiten sehen. Das eine ist die Zeit, als wir als Verwalter quasi zu meinen Eltern gekommen sind. Da haben sie den Betrieb noch nicht übergeben. Das war 2004 und 2009 haben meine Eltern dann den Betrieb an uns übergeben, sodass wir quasi eine gewisse Eingewöhnungsphase hatten, in der wir natürlich schon viele Ideen vorbereitet haben, wie man einen Betrieb weiterentwickeln kann. Ich denke, die Betriebe leben ja immer davon, dass sie weiterentwickelt werden, dass neue Ideen kommen. Somit ist ein Generationswechsel natürlich immer ganz wichtig. Und als wir dann ans Ruder kamen, wussten wir auch genau, welche Ideen wir haben und haben dann diesen Betrieb weiterentwickelt. Genau, aber das okay.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Jetzt sind wir im Moment bei dir. Willkommen zu dir hier nochmal. Ja, Mitarbeiter ist so schwierig, weil wir haben 6 verschiedene Betriebszweige und überall sind so 2, 3, 4 Mitarbeiter vertreten, sodass das immer in den verschiedenen Betrieben eigentlich eine geringe Anzahl Mitarbeiter ist. Aber so im Ganzen kommt so der ein oder andere nachher dazu. Na, ist ja gut. Und wobei man auch dazu sagen muss, dass wir ja auch 2-mal im Jahr Saison haben. Ja. Und da natürlich dann auch die Mitarbeiterzahl variiert, weil während der Saison deutlich mehr Mitarbeiter, Menschen gebraucht werden, mit denen wir zusammen arbeiten. Ja, genau, klar. Also einmal die Spargelzeit und dann einmal die Weihnachtsbaumzeit. Da haben wir eben dann viele, viele Erntehelfer, die uns da tatkräftig unterstützen, die nicht zur festen Besatzung gehören. Gut, kommen wir auch noch drauf. So, jetzt sind wir bei dir. Jetzt bleiben wir erstmal bei dir. Riechst aber, entschuldige bitte, jetzt muss ich mal wechseln. Na klar. Du bist ja auch geboren. Kannst du das mal erzählen, wann, wo? Ja, das kriege ich gut hin. Ich bin am 4.7.1972 geboren in Kiel. Aha, auch in Kiel? Ja, auch in Kiel. Genau. Und wo in Kiel? Ja, hier, also geboren in Kiel, aber aufgewachsen auf dem Gut Augustenhof. Augustenhof, das ist bei Ostdorf. Ja, das hier ganz in der Nähe, also Ostdorf, 20 Dorf, Kilometer von, genau, zwischen Kiel und Eckernförde. Ja. Gab es bei dir denn so Besonderheiten in der Kindheit, du Neigung? Ja, also Neigung natürlich, vielleicht ist das eher so jungsgerecht, also eher mehr draußen, weniger Schule. Schule war nie so meine Welt, das musste man irgendwie, also unsere Eltern haben natürlich schon sehr, sehr darauf geachtet, dass das also schon in die richtige Bahn läuft, aber Schule war immer ein eher schwierigeres Kapitel. Also da brauchte ich schon doch einige Zeit, bis man da mal aufgewacht ist. Muss man einfach mal so sagen. Ja, okay. Aber trotzdem musstest du ja nur los zur Schule, ne? Genau. Aber 4 Jahre auch wieder Grundschule und wo? Tatsächlich in Ostdorf, bei uns, in unserer Gemeinde, in Ostdorf, 4 Jahre Grundschule. Mhm. Und danach wechselnde Erfolge, wechselnde Schulen in Kiel und dann aber auch Abitur in Kiel, genau. Und dann so langsam begann die Phase des Aufwachens. Und das war dann vielleicht auch... Da wurde langsam erwachsen. Ja, aber man merkte dann natürlich, dass auch die Neigung, dann kam die Landwirtschaft näher. Also. Danach, also nach dem Abitur, habe ich dann eine landwirtschaftliche Lehre gemacht. Ja. Und das ist dann natürlich so der Part, wenn man dann anfängt, in seine Richtung zu gehen, dann weckt man schon die Interessen ganz anders. Ja, klar, wenn man da aufwächst, das ist ja ergibt sich ja zwangsläufig. Genau. Ja, nicht unbedingt zwangsläufig, aber das war schon so nachher, dass ich da sehr, sehr gut von zu Hause angebracht wurde. Ja gut, aber wenn der Nachwuchs dort hineinwächst, ist das ja ideal. Das wird ja nicht unbedingt gesagt, dass es so ist. Leider ist es ja so. Das ist tatsächlich so und wir haben auch das riesengroße Glück. Das Wichtigste haben wir gar nicht erzählt. Wir haben noch drei süße Töchter. Ja, und die wollen heute alle sehr gern Landwirtschaft machen. Tatsächlich? Und das ist natürlich... Das war ungewöhnlich, ne? Ja, also vielleicht sind immer so Mädchen, die haben doch meistens doch so, was macht doch lieber was anderes, lieber Bauern. Oder nee, alle drei Mädels sagen heute noch, sie haben also eine große Affinität zur Landwirtschaft. Und ich denke mal, Wolf, es liegt ja daran, dass ihr ja auch so viel oder so breit aufgestellt seid in euren Tätigkeiten, wo wir ja gleich drauf kommen, dass der eine oder andere sagt, ja, das wäre was für mich und das wäre was für mich. Also wenn das nur eine Sache wäre, die ihr machen würdet, dann würde das vielleicht sagen, ja, alle drei, das können wir nicht, dann macht doch lieber was anderes, möglicherweise. Ne? Vielleicht auch, obwohl wir auch die Kinder immer mitgenommen haben und einbezogen haben in die betrieblichen Gespräche, Unterhaltungen dessen, was uns bewegt und die Kinder also ganz bewusst auch immer versucht haben und offensichtlich mit Erfolg auf Augenhöhe zu behandeln, um sie mit einzubeziehen in das, was betrieblich passiert, damit sie auch mit im Film sind und wissen, was bei uns läuft. Ganz wichtig. Ja. Um ihnen auch so das Verständnis für die Selbstständigkeit und dessen, was man gemeinsam entwickelt, überlegt oder auch dann nachher tatsächlich umsetzt, mitzunehmen und vor Augen zu führen. Wenn sie von vornherein eingebunden sind, dann haben die auch das Gefühl, ich gehöre einfach dazu. Ja. Dann können sie sich nicht sagen, ich gehöre hier nicht zu und mache was anderes. Das habt ihr aber dann bewusst gemacht, ne? Ja. Also in bestimmten Bereichen ganz bestimmt. Ja. Also da gibt es natürlich so die klassische Landwirtschaft, ackerbaulich oder sowas. Das ist nicht so, das ist jetzt nicht so für die Kinder, dass sie da sagen, da wollen wir mitdiskutieren. Aber so das Thema Direktvermarktung, gerade in der Weihnachtszeit, wenn Weihnachtsbäume selber geschlagen werden, das ist ja ein Familienevent, da sagen die Kinder schon, jetzt brauchen wir nochmal dieses und jenes oder da, das ist viel interessanter für Kinder. Also da diskutieren wir schon sehr vehement mit den Kindern. Immer dabei. Immer dabei. Ja, das ist ganz wichtig. Und das ist das Schöne daran, also dass wir auch als Ehepaar, deshalb dürfen wir ja auch heute hier bei dir mal sein,
dass wir eben Dinge auch gemeinsam entwickeln und nicht, dass der eine den anderen abends fragt, wie war dein Tag, sondern die Diskussion gibt es nicht. Das haben wir tagsüber alles, wir haben uns ausgetauscht und sind eigentlich immer auf gleicher Höhe da. Also das ist schon schön. Vielleicht ist das auch ein Privileg in so einem Familienunternehmen oder vielleicht auch hier gerade in der Landwirtschaft. Das genießen wir sehr und so sind wir natürlich auch toll zueinander gekommen und passt. Alles gut. Totale ideale Familie. Ja, ideal. Na gut, aber die Kinder immer dabei sein, das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Sie niemals sagen, das weiß ich nicht, können sie ja nie sagen. Genau. Und immer sagen, weißt du was, da warst du doch dabei. Ja. Genau. Das haben wir doch besprochen. Na, das finde ich sehr gut. Es kam aber jetzt nach dem Abi, hast du aber auch ein Studium begonnen, ne? Ja, ich habe erst eine landwirtschaftliche Lehre gemacht. Ja. Das war so eine gewisse Grundvoraussetzung auch meiner Eltern, dass sie gesagt haben, der praktische Teil ist sehr wichtig, was ich auch im Nachhinein für sehr, sehr gut halte. Danach habe ich Landwirtschaft studiert. Da gibt es verschiedene Fachrichtungen, da habe ich den betriebswirtschaftlichen Teil gemacht. Ich war in Göttingen und habe in Kiel dann fertig studiert. Ach so. Gut, wie das jetzt fertig war, Wolf, da bist du natürlich wieder zurückgekehrt oder du warst ja sowieso da. Aber wann hat sich das denn ergeben? Irgendwann habt ihr dann doch mal den elterlichen Betrieb völlig übernommen, ne? Genau, also ich bin 2000 nach Hause gekommen und habe mich so ein bisschen versucht, zu Hause einzubringen. Und der Betrieb, es gab früher immer einen Verwalter, der auf dem Betrieb war. Ja. Mein Vater hat auch viele andere Dinge dann gemacht und somit konnte ich mich dann auch relativ gut einbringen. Mir war es auch immer wichtig, dann dabei zu sein. Das war 2004 haben wir uns kennengelernt und geheiratet. Vorher schon kennengelernt, dann geheiratet. Ja. Und wobei man auch fairerweise dazu sagen muss, dass auch schon vor der Hochzeit Rixa mit im Betrieb war und mit meiner Mutter gemeinsam einen kleinen Weihnachtsmarkt aufgebaut hat. Also so diese ganze gesamte Idee, um die Vermarktung, Direktvermarktung, Weihnachtsbäume, Schnittgrün und sowas, war Rixa damals auch schon da und hat dann haben die beiden Frauen gesagt, jetzt müssen wir mal das Ganze so ein bisschen mehr zum Leben bringen und ist doch schön, wenn in dieser Zeit einfach auch mehr Besucher kommen. Und so haben wir dann also wirklich auch schon vor 2004, und das ist ja doch auch schon wirklich lange her, haben wir gemeinsam das ganze Thema weiterentwickelt. Und in dieser Zeit, wo Rixa das jetzt mit deiner Mutter gemacht hat, da kam dann die Verbindung zwischen euch, hat sich das entwickelt? Oder? Aber wir haben uns schon Jahre vorher kennengelernt. Ach, vorher, davor noch? Tatsächlich in Göttingen. Ach so. Und er war noch Student in Göttingen. Ja. Ich war ein Wochenende dort, weil eine Semesterparty stattfand. Und ja, das war mein großes Glück, dass ich da war. Mein großes Glück. Ja. Wollte ich auch haben. Ja, tatsächlich. Nach dem Wochenende sagte ich zu meiner Mutter, den will ich mal heiraten. Das dauerte noch viele Jahre, aber es hat sich dann durch viele Höhen und Tiefen dann tatsächlich zum Glück so ergeben. Ja. Sodass ich dann auch schon mit immer wieder natürlich regelmäßig in Augustenhof war und entsprechend auch das große Glück hatte, dass Wolf mich immer von vornherein mit eingebunden hat und mir die Chance gab, mich mit im Betrieb zu entwickeln, mit ihm zusammen dort etwas aufzubauen. Und durch diese Möglichkeit und auch die Offenheit meiner Schwiegermutter haben wir dann auch schon, bevor wir geheiratet haben, zusammen angefangen, die Direktvermarktung der Bäume, die im Kleinen lief, durch einen Weihnachtsmarkt, den wir aufgebaut haben, voranzutreiben. Gut. Du hast ja eigentlich ganz was anderes gemacht vorher mal, ne? Oder früher mal, ja. Was du uns jetzt auch von erzählt hast. War denn dieser Wechsel, war das für dich okay oder musstest du dich erstmal sehr umstellen? Also der Wechsel von der Stadt zum Land war für mich ein sehr schöner. Ja. So sehr ich die Vorzüge einer Stadt auch genossen und genutzt habe, ist es wunderbar, auf dem Land zu leben. So schön in Augustenhof. Mhm. Natürlich auch durch die direkte Anbindung und sehr gute Erreichbarkeit Kiels und Hamburgs und anderer Städte und Möglichkeiten. So würde ich tatsächlich jetzt das Land gegen die Stadt gar nicht mehr tauschen wollen. Glaube ich. Aber ich allerdings habe ich, ich weiß, da ich aus dem Marketing-Öffentlichkeitsbereich komme, hat sich gar nicht so viel geändert. Wir entwickeln zwar viel zusammen, haben Ideen und besprechen uns, aber auch diese Bereiche, Spargel, Weihnachtsbäume und auch die Darstellung des Betriebes Gut Augustenhof bedürfen natürlich auch einer Öffentlichkeitsarbeit. Und da hatte ich durch die Tätigkeit, die ich vorhatte, schon eine Basis, die mich immer interessiert hat und an die ich weiter anknüpfen konnte. Na gut, dann passte das ja. Ja.
So, jetzt war das mit den Weihnachtsbäumen, da waren wir schon, aber jetzt ging es weiter. So, wir müssen weitermachen oder wir müssen noch was Neues noch hinzunehmen. Und dann gab es eine weitere Gründung oder eine Erweiterung. Ja, also es ist immer so schwierig, etwas zu entwickeln, wenn noch eine andere Generation mit im Betrieb ist. Ja. Und wenn man sich dann rechtfertigen soll, warum was nicht so gut ist oder gut ist. Deshalb haben wir eigentlich gesagt, wir warten eigentlich, wenn die Betriebsübergabe vollzogen ist. Ja. Dann ist es auch gut so, wenn man den eigenen Kopf dann dafür hinhält. Und das war dann 2009. Und wir waren eigentlich, zum Betrieb gehörten immer Schweine, also die klassische Schweinehaltung. Ja. Und wir haben uns überlegt, wie können wir diese Schweinehaltung auch noch nachhaltiger machen? Was können wir verändern? Und durch ein riesengroßes Glück, durch eine sehr große Bäckerei hier in Kiel, mit der wir in Kontakt kamen, die sagt dann irgendwann, wollt ihr nicht unser Altbrot haben? Und dann haben wir überlegt, was ist eigentlich ein Altbrot? Ja. Das ist nichts anderes als die Ware vom Vortag, die aber nicht weiter in den Läden vermarktet wird. Die kommt als sogenannte Retoure zurück. Und dann haben wir angefangen, aus diesem Altbrot unsere Schweine zu füttern. Also wir haben einfach nur dieses Altbrot, was noch nicht mal Altbrot ist. Und wir sagen immer grinsenderweise, das, was unsere Schweine zu fressen kriegen, ist meistens deutlich frischer als das, was du zu Hause hast oder was wir in der eigenen Schublade haben. Und so haben wir diesen Betriebszweig Altbrotentsorgung entwickelt und mittlerweile macht das auch sehr, sehr viel Spaß. Also wir sind eigentlich von Flensburg, das südlichste ist, was wir haben, ist Minden, auch sehr der R7 entlang, haben viele Bäckereien, die wir mittlerweile entsorgen dürfen, die aber auch erkannt haben, dass es keinen Sinn macht, diese Ware wegzuwerfen, wegzuschmeißen, entsorgen zu lassen, sondern sie zu verwerten und entsprechend zu vermarkten. Und das gibt es einen sehr, sehr großen Sinn. Dieses Altbrot ersetzt quasi in der Fütterung bei uns das Getreide, was wir sonst draußen anbauen müssten. Das tun wir nicht, sondern wir holen diese Ware ab, entpacken sie bei uns und verfüttern das an unsere Schweine. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und der Aspekt der Nachhaltigkeit, wir finden das wichtig. Sei es bei den Weihnachtsbäumen, es wird ein Baum abgesägt und an diese Stelle wird sofort ein neuer wieder gepflanzt. Auch das ist uns genauso wichtig wie dieses Thema. Und so haben wir den Betrieb nach und nach entwickelt, aber auch in der Diskussion immer miteinander und was kann man machen. Und so sind da mittlerweile, du fragtest vorhin nach Mitarbeitern, eben auch ist auch der eine oder andere, sei es ein Fahrer, sei es ein LKW-Fahrer und so weiter, die zu uns gekommen sind. Und das macht schon neben auch einer klassischen Landwirtschaft Spaß, auch so einen Bereich einfach mal in eine ganz andere Richtung zu bringen. Ist das mit einer Bäckerei nur oder mit mehreren? Mit sehr vielen Bäckereien. Aber früher gab es noch mal Bäckereien, irgendwo im Westring, weiß ich, die verkauften dann aber auch Brot von vorher, von Tagen vor, nachher. Oder die von Vortags, vorbei, die Vortagsbäckereien. Das gibt es durchaus auch noch. Immer also, noch. Also wir haben beispielsweise vielleicht größere Bäckereien hier aus Kiel. Da ist es also so, dass sie zum einen natürlich die Tafel versorgen, aber auch die sagen natürlich, dieses sehr frische Produkt und aufgrund der Verderblichkeit, wir können nicht zu viel nehmen. Dann hat man auch versucht, die sogenannten Vortags Geschäfte zu eröffnen, aber die sind nie so angenommen worden. Und somit gibt es nun mal eine gewisse Menge, die mehr produziert wird, die dem Kunden angeboten wird. Ja. Aber es tut am Ende nicht weh. Wir übernehmen diese Ware, wir bezahlen auch etwas dafür und bekommen dann diese Ware zu uns, entpacken sie. Also da kommt, wenn da Papier dabei ist oder Plastik, dann wird das bei uns alles durchsortiert und wird dann eben an die Schweine verfüttert. Immer ein sehr, sehr eigentlich ein frisches Produkt. Ist es finanziell interessanter als die Befütterung vorher? Also dadurch, dass der Aufwand immens ist, muss es auch ein bisschen interessanter sein. Das ist völlig klar. Aber den Aufwand, den wir betreiben, der ist schon ziemlich groß. Ziemlich groß, aha. Ja. Gut, okay. Wir kommen jetzt mal zur Direktvermarktung. Wer möchte da was zu sagen? Ihr habt ja nun mehrere oder viele Produkte. Rixa, wir beide? Wir können ja anfangen, gerne. Gerne, ja, bitte. Genau, also wir sind ja in der Direktvermarktung mit den Tannenbäumen. Ja. Das war ja zunächst unser erstes Standbein in diesem Bereich. Da starten wir dann Ende Oktober immer mit der schnittgrünen Vermarktung, übergehend in den Weihnachtsbaumverkauf. Mhm. Und so ist neben dem Großhandel eben die Direktvermarktung immer weiter ausgebaut worden. Und neben den Bäumen, die es schon geschlagen zu kaufen gibt, sind wir eingestiegen in das Selberschlagen, in dem die Kunden die Möglichkeit haben,
mit Treckern. Wir haben alte Fendt-Geräteträger aufgearbeitet und wieder schick gemacht und mit Planwagen in die Kulturen zu fahren, um dort wirklich ihren eigenen Baum schön aussuchen zu können, als großes Familienhighlight und Ausflug da den Baum zu suchen und auszuschlagen und mit nach Hause zu nehmen. Können Sie dann selbst den Trecker fahren oder müsst ihr das machen? Der wird von Mitarbeitern gefahren. Ach so, ja. Aber natürlich gibt es immer mal wieder die Möglichkeit, ein Kind hat natürlich immer mal Lust, vorne mit beim Trecker zu sitzen. Ja, ja, logisch, klar. Das wird dann mitgenommen und hat die Chance, dann am Lenker zu sitzen eines Treckers und der Treckerfahrer zu sein. Ach so. Das ist sehr süß. Und das ist auch sehr, sehr nett, dass mittlerweile eben, wir machen es seit vielen, vielen Jahren, dass die Kinder mittlerweile jetzt auch schon mit ihren eigenen Kindern wiederkommen, weil sie es erlebt haben mit ihren, mit ihren Eltern. Und so wird es einfach eine Tradition. Wir versuchen so ein bisschen, dass es in dieser Zeit ein kleines bisschen nach Weihnachten riecht und schmeckt bei uns mit einer netten Verköstigung noch. Es gibt eine Wildbratwurst, es gibt eben auch um diese Produkte herum viele Sachen. Aber dieses Familiäre ist einfach schön. Mhm. Man kommt auf den Gutshof, man wird, wie Rixa gerade sagte, mit Trecker und Wagen rausgefahren. Wo hat man das schon? Ja, selbst so ein kleiner Halbstarker. Das ist Land. Ja, ne? Aber das selbst, sein, ne? selbst ja. einer, der nur am Computer sitzt oder sowas, sagt, da bin ich dabei, das ist alles gut. Und so sind wir in dem Rahmen oft gefragt worden, was habt ihr das Jahr über noch? Ja. Und neben der Frage und der Idee, was habt ihr das Jahr über noch, müssen wir auch unternehmerisch denken und sind so auf die Spargelschiene gekommen. Spargel. Ah. Uns ist natürlich am Herzen gelegen, wir sprachen vorhin drüber, alle drei Kinder haben Interesse, den Betrieb weiterzumachen, was uns das gute Gefühl gibt, dass es auf jeden Fall weitergehen wird. Also unser ganz großes Ziel, den Betrieb zukunftsfähig aufzustellen und haben gesagt, gut, der Kundenwunsch ist da, so gerne herzukommen, mehrfach im Jahr, dass wir uns dafür öffnen und sind auf die Spargelschiene gekommen, um dies, was wir schon in der Direktvermarktung hatten, weiter auszubauen. Und so sind wir dann dieses Jahr mit unserer zweiten Spargelernte dabei und haben rund um den Spargel und die zugehörige Tannensaison einen Hofladen gebaut, um ein Zentrum der Vermarktung für unsere Produkte zu haben und alle Produkte drumherum. Und was passt nicht noch besser zum Spargel wie der Schinken? Ja, genau. Also der eigene Schinken vom eigenen Schwein geht hier regional zu einem Schlachter. Und die Schinken bringen wir dann in eine Räucherei in Bad Oldesloer Raum. Ja. Und die hängen da tatsächlich 4 Monate im Rauch. Und anschließend bekommen wir diesen Schinken wieder zu uns, den wir dann entsprechend mit vielen anderen Produkten, natürlich auch vom Schwein, aber dann eben zum Spargel ganz frisch anbieten. Oder regionales Wild. Wir haben sehr viel Wild natürlich auch bei uns. Ja. Das, wer hat schon mal ein Dammwildrücken mit Spargel gegessen? Also ein schöneres Essen gibt es kaum. Und das ist schon was ganz Besonderes. Ja. Das ist schon, jetzt machen wir nicht lecker. Ja, das ist so. Geht ja bald los. Ja, dann sehen wir uns garantiert. Super. Schweinemastanlage. Ist dann wieder hinzugekommen oder war auch vorhanden? Und wir haben gemerkt natürlich, dass dieses Thema Schweine und Altbrot sehr gut funktioniert und haben dann gesagt, wir wollen uns sowieso weiterentwickeln, wir müssen da auch etwas moderner wieder denken und haben dann einfach auch tiergerecht auch Ställe so konzipiert und gebaut, wie es dann einfach gut passt und also das ist alles wirklich, können wir mit gutem Gefühl sagen, das ist alles der richtige Weg für den Betrieb gewesen. Ja. Wobei wir mit Sicherheit nicht sagen können, ob das so die Zukunft ist, auch für die nächsten 20 Jahre. Aber so denken wir eben über viele andere Dinge nach. Aber wir merken auch, die Kunden nehmen auch das eigene Schwein sehr gern an. Das muss man ganz klar sagen. Und also so frischer Schinken, das ist schon, schon schön. Ich denke, der Weg geht dahin, Wolf. Denn das ist ja eine gewisse Gefahr, wenn du bei den Discountern weißt du jetzt alles verpackt, du weißt gar nicht, wo das herkommt. Das soll sich zwar bessern, dass man irgendwann mal erkennen kann, wo das herkommt, aber ob das dann alles so hundertprozentig ist. Aber bei euch weiß man zumindest, gut, okay, das kommt daher und ich kann ja auch mir das angucken, wo werden sie gezüchtet, wo sind sie, wie werden sie versorgt, wie werden sie behandelt. Genau. Das kommt ja auch immer dazu. Ein glückliches Schwein wird wahrscheinlich besseres Fleisch abliefern als ein unglückliches Schwein. Sagen wir das mal einfach so. Ne? Also das ist natürlich auch so ein Thema. Wir merken auch, dass dieses Brot ist ein schmackhaftes Futter. Das Schwein nimmt es auch sehr, sehr gern auf. Darüber hinaus
erfahren wir ja auch, dass der Kunde, der zu uns kommt, der uns fragt, kommt das von hier, ist sehr zufrieden damit. Die Resonanz ist wirklich toll. Das freut uns ja auch besonders. Ja. Dass der Kunde möchte wissen, wer es produziert, da stehen wir beide vorne. Und wie es produziert wird, auch darüber sprechen wir vor Ort. Auch man sieht, wie die Weihnachtsbäume während des Jahres produziert werden. Auch das ist uns wichtig, dass wir auch wissen, für wen wir diese Bäume produzieren, nach Kundenwünschen und wissen dann auch, was eben in unserer Region auch gefragt ist. Ja. Ihr seid ja mal mit dem Weihnachtsbaum mit einer sehr kleinen, Anzahl angefangen, aber die hat sich dann vergrößert. Woraus meint ihr, hat sich das ergeben? Vielleicht aus der Qualität der Bäume oder einfach, dass man das selbst schlagen kann? Nein, wir haben einfach, mein Vater hat 1986 damit angefangen. Das ist ja auch noch nicht so lange her. Ach so, ja. Und die Bäume, also gerade die Nordmann-Tanne ist diese sogenannte Edeltanne, gibt es ja auch noch nicht so extrem lang. Die Fichte war ja eigentlich bisher immer im Fokus und wurde dann verdrängt durch die Nordmann-Tanne. Und da haben wir uns dann einfach nach und nach darauf spezialisiert und haben auch gemerkt, dass dieses Produkt gut zu uns passt, dass wir verstehen, wie man den produziert und haben uns dann einfach auch getraut, die Flächen zu erweitern. Wir haben den Großhandel dann eben auch ausgebaut. Wir liefern eigentlich deutschlandweit Teile auch nach Österreich. Aber darüber hinaus können wir eben auch sehen, dass wir aus dieser Menge, die wir produzieren, holen wir immer die schönsten Bäume für uns. Die werden immer, sobald wir sehen, dass da auf dem Hof was wieder weggegangen ist, fangen wir an und holen dann von den Feldern nach und nach und füllen quasi die Stände wieder auf. Und diese Frische ist uns auch wichtig. Also für uns ist immer, auch sei es im Bereich Spargel oder Weihnachtsbäume, das Thema Frische wichtig. Und da ist es völlig egal, ob du deinen Baum aussuchst mit 5 Spitzen und krumm oder schief oder sonst was. Ja. Qualität ist nicht die Optik, sondern die Frische. Und das ist für uns das alles Entscheidende. Ja. Der krumme Spargel wird übrigens beim Kochen auch wieder gerade. Auch das spielt keine Rolle. Aber insofern, die Frische ist aber das Entscheidende. Spargel. Kommen wir noch mal ganz kurz zu Spargel. Herrlich, das kann man ja nur mit großen Beschäftigungsslotten oder mit einer großen Anzahl von Beschäftigten. Gibt es da Probleme oder kriegt ihr die da auch aus dem Ausland oder wo kriegt ihr denn die Leute her? Denn ihr alleine könnt das, glaube ich, nicht schaffen, oder? Nee, also hättest du uns die Frage vor 2 oder 3 Jahren gestellt, hätten wir gesagt, Mitarbeiter ist überhaupt kein Problem, das wuppen wir problemlos. Aber ich glaube, das hören wir überall in allen Bereichen. Das ist nicht die Landwirtschaft nur, sondern das sind alle Bereiche. Und mittlerweile ist es schon schwieriger geworden. Und dann kommt es einfach darauf an, dass diejenigen, die zu uns kommen, dass die wissen, wie sie bei uns behandelt werden. Und es sind weitestgehend jetzt mittlerweile Rumänen, die zu uns kommen. Und diese Rumänen fragen immer wieder nach, wann können wir zur nächsten Saison kommen. Also die Rumänen, die im letzten Jahr das erste Mal zum Spargel da waren, haben sofort gesagt, wir sind gleich bei den Weihnachtsbäumen dabei, die wollen wiederkommen. Also da scheinen wir nicht viel verkehrt zu machen. Aber es ist schon schwierig geworden, auf dem Arbeitsmarkt dann entsprechend die Hilfen zu bekommen. Das muss man ganz, ganz klar auch so sagen. Also die können dann auch bei euch untergebracht werden? Ja. Ihr habt so viel Platz einfach? Ja. Aha, wir haben Möglichkeiten, die unterzubringen. Ja. So, dass sie sich über den Zeitraum, den sie jeweils bei uns sind, auch wirklich wohlfühlen können. Schön. Mhm. Aber ihr habt keinen Hotelbetrieb? Nein. Könntet ihr aber. Vielleicht ist das doch meine Idee oder ich glaube, nicht unbedingt. Wir haben schon darüber diskutiert, ob wir vielleicht mal eine Gastronomie machen wollen, und gerade um den Spargel herum. Mhm. Aber ich glaube, es ist gut so, wie es im Moment ist. Wer weiß, was noch kommt. Ja, das ist natürlich zusätzliche Arbeit. Ne? Ja. Ich wollte gerade sagen, dann vielleicht ein kleines Essen anzubieten. Ja, mit euren eigenen Erzeugnissen, das ist hochinteressant, ne? Das machen wir im Winter, ja. Das machen wir nach getaner Arbeit, wenn du deinen Baum ausgesucht hast. Also ist ja, das Aussuchen selbst ist ja schon eine schwere Arbeit, wo du eben selbst geschlagen hast. Kannst du zu uns kommen und da gibt es also von Wildbratwurst über normale Bratwurst oder Erbsensuppe oder Pommes und solche Kleinigkeiten gibt es bei uns. Okay. Und den Punsch natürlich auch dazu. Ja. Also das ist, die Verköstigung ist da. Da haben wir überhaupt kein Problem, da hilft uns die Familie das ist alles gut so. Aber nachher, ich glaube, so ein Gastronomiebetrieb, das ist schon... Das ist sehr aufwendig. Das ist schon was anderes, ja. Und habt ihr da auch die Räumlichkeit dazu, das dort anzubieten, dann, nicht? Ja, im Moment sind wir da so aufgestellt, dass wir die Räumlichkeiten haben. Mhm. Was natürlich auch immer eine gute Chance ist, die Gebäude zu erhalten und zu pflegen, was uns beiden sehr am Herzen liegt. Keinen zu großen Stau aufkommen zu lassen. Ja. Sondern dass alles immer möglichst klar vor ist. Und das ist es am besten, wenn es genutzt wird. Ja. Und so haben wir diese Möglichkeiten da, das den Kunden anzubieten.
Und natürlich freut sich jeder dann zur Weihnachtszeit über dieses Angebot. Das glaube ich gerne. Wie alt ist das Gebäude denn oder die Gebäude? Kann man das so einschätzen? Ja, also das Herrenhaus selbst ist noch eins der jüngeren Gebäude auf dem Hof. Das ist von 1903 bis 1905 gebaut worden, also relativ neu. Mhm. Ist nach einem Brand dann an dieser Stelle dann aufgebaut worden. Ja. Andere Gebäude sind Ende 1800 gebaut worden. Und das Gros anderer Gebäude, wenn man auf den Betrieb kommt, auf der linken Seite, da stand früher eine sehr, sehr große Scheune, die ist bei einem Sturm mal zusammengebrochen. Und da hat man dann aus Gründen, weil man moderner wurde, einen Treckerschuppen gebaut und ein Lager gebaut und so etwas, aber noch aus den alten Steinen. Mhm. Und als wir jetzt den Hofladen gebaut haben, haben wir den zwischen zwei Gebäude gebaut und da gab es früher noch eine riesengroße Wand dazwischen. Und dann haben wir diese Wand abgetragen und haben gesehen, dass die Steine ganz leicht nur im Mörtel lagen, haben diese Steine dann rausgenommen, haben die sauber gemacht. Gebaut, ne? Ja, aber haben die sauber gemacht und haben jetzt den neuen Hofladen auf dem Hof aus diesen alten Steinen wieder hochgemauert. So dass du gar nicht siehst, dass dieses Gebäude neu ist. Es passt einfach zum Betrieb dazu und das macht schon den gewissen Charme aus. Das ist schon schön. Wolf, eine Frage nochmal. Schweinezucht habt ihr und daraus natürlich auch die entsprechenden Erzeugnisse. Das ist mir völlig klar. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dem Wild. Ja. Habt ihr denn eigenes Wild oder kauft ihr das an? Nee, wir haben zum einen natürlich eine Yacht bei uns, die dazugehört, aber Freunde aus der Nachbarschaft haben einfach auch gehört dann, dass wir diese Vermarktung machen und freuen sich, dass sie uns dieses Wild auch anbieten können. Ah, ja. Wir haben den Absatz und viele Kunden sind zu uns gekommen, erst sehr vorsichtig und haben gesagt, ja, wir wollen mal so ein bisschen was probieren. Mhm. Rixa hat dann viel Beratung auch gemacht, wie man das zubereitet, hat Rezepte rausgegeben. Und plötzlich kamen diese Kunden wieder und sagten, oh, haben wir verstanden, wir wissen, wie es funktioniert, wir hätten gern mehr und wir wollen das ausprobieren. Und Wild ist ja ein tolles Produkt. Also mehr Natur geht nicht, fettarmer geht auch nicht. Also das ist schon auch ein gesundes Produkt. Natürlicher geht es auch nicht. Und die Wahrnehmung ist ja auch auf jeden Fall bei den Kunden da und das große Interesse, Wild zu essen. Aber es ist natürlich auch immer schwer, Wild zu bekommen, auch gerade über das Jahr verteilt. Ja. Aber die Möglichkeiten haben wir und freuen uns, das so anbieten zu können. Das ist ja toll. Wild ist ja auch was, ist ja was Tolles. Ja. Ist was Schönes. Ja, und über den Hofladen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das ist ja auch, dafür ist ein Hofladen ja auch da, im persönlichen Gespräch zu sein, in der Beratung und da immer mal neue Ideen voranzubringen und im engen Kontakt mit dem Kunden zu stehen, was uns sehr, sehr wichtig ist. Schön. Gibt es eigentlich noch ein Erntedankfest? Also Erntedankfest als solches gibt es natürlich schon. Wir im Betrieb machen einmal im Jahr eine Weihnachtsfeier mit allen Helfern, die irgendwie dabei sind. Und wenn diese helfende Hand nur mal 2-3 Stunden da war und irgendwas, dann machen wir eigentlich ein sehr, sehr nettes, großes Miteinander, was uns sehr, sehr freut. Also sehr unkompliziert, dann auch in diesen Räumlichkeiten, wo wir diese Weihnachtsrestauration machen und da sitzen wir alle zusammen. In dieser Zeit ist es sowieso ein sehr, sehr nettes Miteinander. Das ist eigentlich die schönste Zeit für uns immer, weil so viele zu uns kommen, man sieht so viele und das ist auch was sehr, sehr Nettes. Das verbindet ja auch. Das verbindet sehr, Habt auch ihr Mitarbeiter werden in der Zeit mitversorgt darüber und sowas, das ist schon gut. In eurem Gutshaus auch einen größeren Saal, oder wo ihr sowas machen könnt? Oder früher hatte man doch auch so in so Gutshäusern auch einen entsprechenden Saal mit einer großen Tafel, oder gibt es sowas gar nicht mehr? Also das Gutshaus gibt es natürlich. Ja, ja. Das Gutshaus wird zurzeit bewohnt von meiner Mutter. Die hat da ihren Bereich. Wir selber sind in einem der Nebenhäuser. Das gibt es so. Sicherlich gibt es da größere Räumlichkeiten. Aber das ist viel unkomplizierter und viel netter, wenn wir mit allen so zusammenkommen in dieser Form. Und das ist schon gut so alles. Passt. Rixa, ich nehme es nochmal zu dir. Ich habe ja jetzt so viel gehört und was ihr alles macht, ich finde das unheimlich toll. So eine Entwicklung ist halt großartig, kann man nur in einer Familie machen, die einfach zusammenpasst und dann zusammenarbeitet und auch gemeinschaftlich alles macht. Finde ich ganz toll. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du irgendwo vielleicht noch eine Idee hast oder hast Flick gehabt, es gibt vielleicht eine Schublade, wo du sagst, das geht kein was an, das ist nur meine Sache. Irgendwann möchte ich das auch mal machen. Irgendwie noch eine zusätzliche Erweiterung?
Also im Moment sind wir ja in der Erweiterung drin, die wir gemeinsam geplant und uns überlegt haben. Und sind da ja wirklich, dadurch, dass wir jetzt erst im zweiten Jahr der Spargelernte sind, bin ich da sehr zufrieden mit dem, was ich gerade mache, was wir zusammen machen. Und da gibt es im Moment betrieblich keine weiteren Ideen, sondern die Idee, die wir wirklich haben, ist, das zu festigen, was wir haben und so einzuführen, dass es ein ganz festes Standbein weiter in der Direktvermarktung wird. Okay, und das genügt erstmal? Das genügt erstmal. Wir haben ja auch so, neben all dem, was wir tun, suchen wir uns natürlich auch unsere Nische, um Familie zu sein, um als Familie was zu machen. Ganz wichtig. Und das sind für uns dann auch die Highlights im Alltag, genau das zu finden, um auch einen Ausgleich zu finden und den Kopf mal frei zu bekommen. Wunderbar. Habt ihr denn so viele Ländereien, dass man vielleicht irgendwann mal so, wenn ihr ins höhere Alter kommt, sagt, jetzt machen wir noch mal ein bisschen auf Wein oder ist sowas undenkbar? Also Wein ist natürlich unsere Region. Man wird sehen, was vielleicht ein Klimawandel noch mit uns machen wird oder so etwas. Eigentlich ist ja unsere Region nicht unbedingt geeignet für... Aber es gibt auch den einen oder anderen. Es gibt hier den einen oder anderen, der sich da jetzt rantraut. Genau, sind, ne? Genau so und ist es auch. Und direkt in der Nachbarschaft? Ja, tatsächlich in der Nachbarschaft schon. Aber das lass mal die Nachbarn machen, deshalb machen wir jetzt dann den Spargel. Und um uns herum Nachbarschaft sollte man nicht, nicht. Wir machen den Spargel zum Wein. Und um uns herum gibt es ja auch wenig, die Spargel machen. Ja, eigentlich kaum, eigentlich niemanden. Ach so, noch einen etwas weiter weg. Aber sonst, wir sind ja keine Hochburg des Spargelanbaus. Nee, klar. Und das Thema funktioniert allerdings auch nur, wenn man es eben auch in der Direktvermarktung macht. Da muss man sowas nicht anders weggeben. Viel um die Ohren, viel zu tun, erfolgreich auch und das merkt man auch und du bist ja voll drin, ne? in dem Geschäft. Das merke ich ja, wie du das jetzt erzählst, voller Lust, voller Spannung. Gibt es dann Zeit noch für ein Hobby? Also ja, also ich sag mal, wir beide lieben das, was wir machen, das muss man ganz klar sagen und leben auch das so, wie wir das machen. Wenn du mich so fragst, ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir machen. Rixa wiederum sagt zu Recht, es muss auch noch mal ein bisschen was daneben geben. Und Rixa hat vor einiger Zeit angefangen, Golf zu spielen. Oh. Auch hier in der Nähe, gibt ja tolle Möglichkeiten. Das ist um die Ecke, ne? Ja, also gibt viele Möglichkeiten, es hier zu machen. Und da muss ich Rixa schon das ein oder andere Mal versprechen, dass ich etwas mehr dazu komme. Ja. Da ist Rixa sehr konsequent. Und wenn sie sich nur diese 3 Stunden nimmt und diese Auszeit, das zieht sie voll durch, super. Schön. Und ich habe immer viele Ausreden, um da drum rumzukommen, aber aber kommt er dann doch mit, ist er heilfroh. Ja, das muss ich dazu sagen. Das glaube ich. Ja, genau. Bruder braucht den Anstoß. Ja, genau. Der Anstoß, der reicht nicht. Es muss schon ein ordentlicher Tritt sein. Also das ist schon... Ja, das, genau. Bisschen pieken reicht nicht. Ja, okay. Also das ist ausbaufähig und das könnte tatsächlich etwas sein, was ich noch erreichen möchte, dass wir da auch in dem Bereich noch mehr Zweisamkeit erreichen. Ja, wunderbar. Aber, und dann draußen in der Frische, was Besseres gibt es ja gar nicht. Ja, ist ja auch nicht so körperlich und nicht so anstrengend. Ich meine, ja gut, so ein Abschlag, da muss man ein bisschen Kraft schon haben. Nicht? Ja, aber man muss ja auch ordentlich Strecke laufen, wenn man keinen Wagen hat, seine Bahnen zu erreichen. 18 und Loch ist schon 3 Stunden, da brauchst du schon. Körperlich, ne? Ja, noch ein paar mehr. Noch mehr? Ja. Oh je. Aber insofern, das ist etwas, was mir, wie gesagt, viel Spaß bringt. Das glaube ich. Und noch viel mehr Spaß, wenn Wolf mitkommt. Okay. So, jetzt habe ich das passt ja nun großartig. Brauche ich dich nicht mehr zu fragen nach dem Hobby. Jetzt habe ich euer gemeinsames Hobby. Genau, das gemeinsame Paket. Jetzt kommen wir nochmal zum Urlaub. Oh. Auch so ein Thema. Zeit? Zeit, oder nehmt ihr euch die? Wir nehmen uns die Zeit. Ja. Die Kinder möchten natürlich auch Urlaub machen, die möchten was von der Welt sehen. Wie alt sind die, wenn ich fragen darf, zwischendurch mal ganz kurz? 18, 16 und 13. Aha, und gehen nicht mehr zur Schule? Ja, wir haben eine Tochter, die jetzt ihr Abitur macht. Aha. Da steht uns tatsächlich als Eltern auch bevor. Ja. Das erste Kind, das aus dem Haus geht, die wird jetzt auch aus dem Haus gehen. Kommt zurück? Die wird hoffentlich immer wieder kommen. Ich denke, wir haben genug Bindung aufgebaut. Ja. Das werden wir sehen, welche Früchte wieder nachher von abbekommen, aber das sieht so aus und die fängt jetzt mit einer landwirtschaftlichen Lehre an. Die anderen beiden? Die Älteste. Ach, die Älteste. Die Abitur macht, geht dann in die landwirtschaftliche Lehre und die beiden Kleineren, die arbeiten noch aufs Abitur zu. Aber so sind wir auch als Familie unterwegs und reisen und haben gerade in den vergangenen 2 Jahren ganz viel Spaß daran gefunden, mit den Kindern Städtereisen zu machen. Ja.
über ein verlängertes Wochenende, gucken uns Städte an, reisen dahin, sind ganz viel kulturell dort unterwegs und kommen mit vielen neuen Eindrücken nach Hause. Allerdings nicht nur so bildungsmäßig sind wir unterwegs. Natürlich machen wir auch schöne Urlaube, was schön, man sich so vorstellt, bisschen Strand, ja, toll, Wasser. Aber immer gemeinsam. Ja, immer zusammen. Ja, tolle Familie. Ja. Aber hoffentlich werden dann die Kinder auch wieder zurückkommen. Ne? Ich meine, wo sie jetzt so eingebunden sind, sollte man das auch eigentlich glauben. Ne? Ich glaube ja. Ich glaube, ja, die entlassen wir. Was Gefühl habt ihr denn? Ich glaube, die entlassen wir wirklich gut vorbereitet. Einerseits mit ihrem Schulabschluss in das weitere Leben. Mhm. Und emotional haben wir eine gute Bindung, eine sehr gute Bindung zueinander, dass wir sie damit auch gestärkt entlassen, immer mit dem guten Gefühl, auch auf uns wieder zurückkommen zu können, beratend, tröstend und als Familie. Ich denke, da haben wir ein gutes Band aufgebaut, dass wir sehr guten Mutes, frohen Mutes in die Zukunft gucken können, als Familie weiter zusammen bestehen zu können. Perfekte Eltern. Also, wir haben, perfekt ist das andere, aber wir haben immer versucht, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen und auch die Diskussion, wir haben nie von oben herab, natürlich ist irgendwann auch eine Grenze erreicht, da wird auch mal gesagt, bis hier und kein Schritt weiter. Ja, ja. Und sicherlich fanden sie auch eine Erziehung in Teilen vielleicht zu streng. Ich glaube, mittlerweile heute ist es alles gut so und wir diskutieren viel miteinander und haben ein sehr ordentliches, eine ordentliche Augenhöhe miteinander. Ja. Und ich glaube, wenn auch die Kinder, wir merken es ja auch, wenn die Freunde mitbringen, wenn wir auch die Freunde entsprechend begrüßen bei uns, kann man ja auch nur hoffen, dass die dann sagen, komm, wir fahren zu deinen Eltern. Das ist nicht so kompliziert, da kannst du hinfahren. So versuchen wir es natürlich irgendwie. Ja. Immer ein offenes Haus zu haben. Hoffen wir, dass wir im Alter da nicht irgendwie komisch werden, aber ich glaube, wir arbeiten auch gemeinsam dran, dass man auch selber mal drüber nachdenkt, wie wir empfinden die Kinder das und wir versuchen es bei den drei Mädels. Ich habe gehört, die Jungs sollen von alleine kommen, deshalb brauchen wir die Jungs nicht, deshalb haben wir drei Mädels. Gut, okay. Wunderbar. Ein tolles Gespräch. Ich bedanke mich dafür ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Ich wünsche euch alles Gute. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Aber die muss ich jetzt aber getrennt fragen. Möglicherweise ergibt sich da eine Antwort dazu, also was ich noch nicht weiß. Wie ist das mit dem Highlight aus deinem Leben? Das muss ja aber nicht dieses Familiäre. Das haben wir ja nur gehört, dass alles perfekt ist. Gibt es in deinem Leben irgendwie ein Highlight, wo du ab und zu mal dran denkst, sagst, ich habe ja viel erlebt, aber da war schon mal was. Also Highlight ist, wenn du jetzt nicht Familie willst, ist okay, aber dann ist aber auch ähnlich ein Freundeskreis. Ja. Ein Freundeskreis ist vielleicht auch ein Highlight von uns. Zu wissen, dass man tolle Freunde hat. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, ich habe in Göttingen studiert, Rix hat auch in Göttingen studiert. Das war schon eine ganz, ganz, ganz großartige Zeit. Das war auch ein Highlight des Lebens, wobei natürlich viele andere Dinge auch toll sind. Aber ein Highlight im Leben ist schon auch zu wissen, dass man tolle Freunde um einen herum hat. Und die Freunde sind am besten auch, wenn die dann auch mal sagen, also das war nicht so gut. Und wenn man dann auch miteinander diskutiert, nicht nur Party macht, aber auch das gehört dazu. Und so glaube ich, ist das mit Sicherheit ein vielleicht ist auch ein Highlight gleich ein Geschenk oder wie auch immer. Aber das ist schon etwas Besonderes und das ist schon sehr, sehr schön, wo es natürlich dann wiederum viele, viele, viele kleine Highlights gibt. Klar. Also, aber das war doch schön. Ja. Das macht auch viel Spaß. Das macht uns auch viel Spaß, auch neben dem Alltag zu wissen, dass man tolle Familie und tolle Freunde um sich herum hat. Rixa, jetzt hoffe ich, dass du ein anderes hast. Ich habe noch eins, ja. Ja, bitte. Tatsächlich. Wir sind immer wieder sehr erleichtert und froh, wie gesund wir durchs Leben kommen. Ja. Wir haben zwar auch andere Phasen erlebt. Wir hatten zwei Kinder, die mal über einen teilweise auch längeren Zeitraum sehr krank waren. Mhm. Aber diese Höhen und Tiefen, dass wir die zusammen überstanden haben und dass wir bisher so gut begleitet von guter Gesundheit durchs Leben gekommen sind, darüber bin ich sehr erleichtert. Ein sehr schönes abschließendes Wort. Herzlichen Dank dafür. Wolf, auch dir ganz herzliches Dankeschön. Euch wünsche ich alles Gute, dass ihr noch viele, viele schöne Ideen habt und sie möglicherweise, wenn die Zeit da ist, auch umsetzt. Weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen natürlich Gesundheit. Und dass ihr irgendwann mal eine große Familie seid, wenn eure Mädchen, was ich euch wünsche, zurück in den Betrieb kommen. Alles Gute und herzlichen Dank für euren Besuch. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Gerd, vielen Dank. Danke. Wir waren wirklich besonders gern bei dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich danke dir, hat mir auch viel Spaß gemacht. Alles Gute nochmal. Danke.
So, meine Damen und Herren, nächstes Mal haben wir etwas ganz anderes. Moritz Pankau. Moritz Pankau ist ein Kieler Junge. Und der hat es so weit gebracht, dass er jetzt einer der Kapitäne der AIDA-Flotte ist. Und zwar fährt er das größte Schiff der AIDA, was auch schon einmal in Kiel angelegt hat. Und der wird uns natürlich schöne Sachen erzählen können von der Schifffahrt. Freue ich mich drauf und freue mich dann auch, wenn Sie wieder dabei sind. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bis dahin bleiben Sie gesund und alles Gute. Dankeschön.